aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Da ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König. Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Heute wirklich ganz kurz. Die Kirche stellt uns immer am Ende des kirchlichen Jahres Jesus als König dar. Und hier spricht mich nur ein Satz, und zwar die Frage, welche Jesus dem Pilatus stellt: Sagst du das von dir aus? Eben, hast du deine eigene Meinung über Jesus, über seine Kirche, über seine Lehre, über sein Reich? Oder wiederholst du nur das, was du schon von ihm gehört hast, was die anderen gesagt haben? Hast du deine eigene Meinung über Jesus? Im späteren Verlauf des Gespräches Pilatus mit Jesus, Pilatus kann sich selbst davon überzeugen, weil er sagt dann: Also du bist doch ein König. Eben, er könnte selbst eine Meinung über Jesus machen. Was ist mit dir? Hast du deine eigene Meinung, wer Jesus ist? Oder wiederholst du eben das, was die anderen sagen? Ich wünsche dir, dass du wirklich ins Gespräch mit Jesus kommst, dass du selbst davon überzeugt bist, dass eben aus deinem eigenen Herzen rauskommt, wer Jesus für dich ist. Und das wünsche ich dir aus ganzem Herzen. Grüß Gott.